Alles Philipp Haas von Investor Search Aktien TV und in diesem Video geht es um Criteo. Was ist Criteo? Das ist eine Ad-Tech-Firma, die mal sehr, sehr heiß war, aber inzwischen nicht mehr wächst und deswegen ist die Aktie auch ziemlich runtergekommen, aber inzwischen sehr, sehr günstig. Und ähnlich wie zum Beispiel The Trade Desk, die ja sehr, sehr stark sich entwickelt haben, sind sie eigentlich ein Anbieter, der sich um das sogenannte Open Internet kümmert. Das heißt, alles, was nicht Facebook und Google ist, da schalten sie Werbung und sie haben vor allem dieses Retargeting, ich sage nicht erfunden, aber sehr, sehr groß gemacht. Kennt ihr vielleicht, ihr habt irgendwie bei Zalando irgendwas in den Warenkorb gelegt oder euch angeschaut, dann seid ihr wieder weggegangen und dann verfolgt euch das irgendwie auf andere Webseiten, auf Facebook etc. Problem bei dieser Firma ist, sie arbeiten halt viel mit Daten, mit Cookies, da ganz viele User-Profile und das natürlich auch mit den neuen Datenschutzrichtlinien immer schwieriger. So hat zum Beispiel auch Apple bei seinem Safari-Browser den Zugang von solchen Drittanbietern eingeschränkt. Ja. Das ist halt die Frage, inwieweit das alles schon so drin ist. Man kann natürlich auch Sachen machen, die unabhängig vom Cookie sind und das sogenannte Open Internet wächst zwar nicht mehr so stark, aber es wird auch nicht verschwinden. Eine Firma sitzt in Paris, ist aber an der Börse in der USA gelistet, was auch schon mal ein Nachteil ist, da viele Amerikaner das schon mal nicht mögen. Es gab außerdem viel Veränderung im Management, der Gründer ist mal wiedergekommen, jetzt geht er wieder. Die Daten stellen schon einen gewissen Wert dar, zumal Criteo auch ein Übernahmekandidat ist, vielleicht für einen der großen Werbeplattformen, wie zum Beispiel Nielsen, wo der neue CEO herkommt. Wäre nicht das erste Mal, dass ein CEO von der Firma dorthin geschickt wird und das dort später hin verkauft wird. Was auch relativ einfach wäre, da der Free Float, wir sehen es hier, von Criteo 92% beträgt. Also nochmal ganz kurz, was sie hier machen. Also sie helfen einfach vor allem E-Commerce-Anbietern, dass sie mehr Verkäufe machen. Und dieses Retargeting ist ein großer Bereich. Aber sie haben auch noch mehr Sachen, ja, auch irgendwie Get-App-Installs, App-Traffic, Website-Traffic und Get-Sales. Also sie helfen dann auch bei der Konvertierung, dass man eine Brand aufbaut, dass man Traffic bekommt und sind halt dann eigentlich so ein Frenemy mit Google und Facebook, mit denen sie zusammenarbeiten, aber die halt auch Konkurrenten sind in diesen Bereichen. Haben aber, wie gesagt, hier auch große Kunden, die Daten stellen einen Wert dar. Ja, wir sehen es hier. Über 4200 Publisher sind zu Criteo verbunden, aber sie selber sind auch ein großer Anbieter auf der Ad Exchange von Google und sie haben immerhin über 20.000 Kunden, die auf Criteo dann auf direkt bidden. Ja, also ähnlich wie Trade Desk, aber da gibt es auch noch viele weitere Anbieter. Trade Desk hat das halt ein bisschen cleverer gemacht, die wachsen stark und sind vor allem im Videobereich gut. Ja, das ist der neue CEO, der von Nielsen kommt. Und wir sehen, Digitalwerbung wächst weiter, TV stagniert, das ist nichts Neues. Was vielleicht auch noch interessant ist, dass halt immerhin im Open Internet 50% der Zeit verbracht wird, die aber weniger monetarisiert wird, weil sie weniger Daten haben. Und was ich mir halt auch noch vorstellen könnte, ist eine französische Firma, wenn Google da weiter die Daten einschränkt, die haben ja jetzt schon Probleme mit den Wettbewerbsbehörden, da würden die Franzosen auch noch mehr Druck machen, die sind ja eh mit den Deutschen da mit am aggressivsten. Aber es ist nur eine These, ist sicherlich was Spekulatives, da sie halt einfach so ein bisschen, sag ich mal, auf fremdem Gebiet aufwildern und die Daten müssen dagegen laufen. Aber wir sehen es auch gleich, die Bewertung ist halt die Frage, inwieweit es schon gerechtfertigt wird. Und auch um das vorwegzunehmen, also die Aktie ist auf der Aktienideenliste, das eine Sonderstory meiner Meinung nach ist. Es kann ein Übernahmekandidat sein, aber auch diese Angst von den Daten kann weniger werden. Und wenn wir das anschauen von der Bewertung her, dann ist das KGV halt inzwischen einstellig, wobei ich eher das vom Market Screener nehmen würde. Wenn wir hier auf 90 Millionen Net Income in 2020 kommen, wäre das KGV bei 12, aber die Firma hat 300, 400 Millionen Cash und wenn man das dann bereinigt, dann ist es halt doch sehr, sehr günstig und mit dem Cash können sie natürlich Aktienrückkäufe machen, machen sie auch noch Zukäufe. Arbeitgeberbewertungen sind eigentlich auch insgesamt in Ordnung, ohne dass es jetzt irgendwie super ist, aber hier ist jetzt auch keine Red Flag oder sowas. Ja, das ist diese Criteo-Plattform, ist relativ kompliziert, das alles, glaube ich, würde den Rahmen des Videos sprengen, aber man sollte einfach wissen, dass sie in diesem ganzen AdTech-Bereich ein großer Anbieter sind und sie vor allem auf der Supply-Side sind. Also sie machen alle möglichen Sachen, wenn ihr irgendwie Display-Werbungen oder alles, was nicht Google oder Facebook ist, da haben sie ihre Finger mit im Spiel. Und der Wettbewerbsvorteil ist eigentlich so dieser Shopper-Graph, dass sie viele anonyme Daten haben, um zu prognostizieren, wann Kunde dann irgendwie kauft und welcher. Ja, da fliegen dann ganz viele Sachen mit rein.
dass man sagen kann, zum Beispiel, wenn man weiß, wo der wohnt, welches Tag es ist, macht es dann Sinn, Retargeting zu machen. Ja? Zum Beispiel, man hat auf der Arbeit, hat jemand, und sie können das auch über verschiedene Devices tracken, man hat irgendwie sich ein Produkt angeschaut, aber hat jetzt keine Zeit gehabt, das auszufüllen und zu kaufen, dass man das irgendwie gegen Abend zu Hause nochmal über eine Anzeige vorgestellt bekommt und es dann vielleicht kauft, solche Sachen. Am besten, es gibt eine relativ ausführliche Präsentation, wenn es interessiert, sich selber mal anschauen. Meine These ist halt einfach, sie haben einfach doch eine einigermaßen wertvolle Technologie mit Daten, was es, glaube ich, für eine Bewertung von inzwischen, wenn man hier den Cash abzählt, von 700-800 Millionen, im nächsten Jahr bei 600 Millionen, doch sehr günstig erscheint, vor allem wenn man es mit einer Trade Desk oder so vergleicht, die die vielleicht auch sogar übernehmen könnten. Das war also meine Meinung zu Criteo. Mit der Technologie gibt es sicherlich Leute, die sich da besser auskennen, aber auch so vom Chart glaube ich, dass inzwischen das Risiko einigermaßen überschaubar ist. Wir sehen hier so Multiple Bottom um die 17 Dollar. Sehr, sehr negatives Sentiment und da kann jetzt auch mal was Positives passieren. Die Aktie war, wie gesagt, auch mal bei 60 Dollar. Ja, da wird es vielleicht nicht mehr hinkommen, aber das könnte sich auch mal, wenn sich das ein bisschen normalisiert und sie vielleicht nur ein leichtes Wachstum wieder haben, könnte sich das auch mal relativ locker wieder verdoppeln. Und vor allem, wenn sie vielleicht mal eine Dividende auch machen würden. Ich finde aber auch den richtigen Weg, hier mit Aktienkäufen zu agieren. Ja, aber jetzt schauen wir jetzt nochmal auf das faire KGV. Was auch das Hauptargument ist, warum die Aktie auf die Aktienliste gekommen ist nach diesem System, funktioniert natürlich nicht immer perfekt, aber ich halte mich halt an solche Sachen. Wir sehen, die Regulierung ist sehr, sehr negativ und auch der Wettbewerb ist sehr, sehr intensiv, aber sie haben halt eine sehr starke Bilanz, immer noch gute Margen. Gewinnwachstum war eigentlich gut, weil die Margen nicht ausgeweitet haben. Ich habe so ein bisschen bei Nachhaltigkeit Abzug gemacht, weil so viel Mehrwert liefern sie natürlich jetzt nicht für die Gesellschaft und die Marke ist auch nicht so bekannt. Es ist daher auch kein überdurchschnittliches Unternehmen und auch überhaupt kein Qualitätsunternehmen, aber eine Bewertung von 6,7 wird trotzdem ein faires KGV von 14. Wir haben vorher gesehen, sie sind mit Cash ungefähr bei 12. Wenn man das abzieht, einstellig. Da ist es, glaube ich, dann doch ein einigermaßen interessantes Chance-Risikoprofil, weswegen ich es in die Aktienideenliste aufgenommen habe mit meinen 100 Aktienideen und damit auch im Wikifolio ist the Brand Stupid. Mit dem Wikifolio kann man, wie gesagt, meine Ideen alle nachkaufen und hat sich zuletzt auch ganz gut entwickelt, sehen wir hier. Am besten auch gerne selber anschauen. Und natürlich auch viele andere Videos, schau doch auch einfach auf meinem Kanal vorbei, wenn es dich interessiert, würde mich freuen, da findest du auf jeden Fall ganz viele Sachen.